Der Grind ist real, die ganze Community ist nur noch am Ölen, damit sie die R10 SBC noch irgendwie fertig bekommen. Bei mir schaut es aus, ich habe derzeit 11 von 33 fertig, dauert noch ein wenig, aber in diesem Video habe ich mal ein paar Jungs für uns herausgepickt, die für euch richtig geilen Content aufbereitet haben, damit ihr die R10 SBC so günstig wie möglich abschließen könnt, auch wenn ihr keine Coins habt für das alles. Ja, im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr mit UV die Coins im Endeffekt nach oben drehen könnt, und dieses Video schauen wir uns mal an, was als Grinder möglich ist. Ich selber bin kein Grinder, ich bin, wenn dann, UV-Grinder, also Trading-Grinder, aber ich möchte natürlich auch für euch, für diejenigen, die das Video hier jetzt zum ersten Mal sehen, Möglichkeiten aufzeigen, die sehr gut funktionieren, die Community maßgeblich gerade dazu führt, dass der R10 nicht ganz so teuer wird, wie er ist. Ja, dass man da einfach sagen kann, okay, passt, ich grinde da rein und hab den dann, ohne dass ich mich mit Trading befassen muss. Ja, Sheriff hat es bestätigt, es wird eine weitere SBC auf uns zukommen, denke ich mal, an Sufati. Da ist auch so ein Premium-Krönchen oben, das ist gut fürs Linken. Sieht auf jeden Fall sehr wild aus, die Karte. Ich weiß allerdings nicht, ob das Futter für euch noch reicht, denn gestern kam ja schon krasser Content, schauen wir uns gleich an, und Sheriff hat weiterhin noch gepostet, das 83 mal 100 Pack, also 83 plus Spieler, 100 Stück, kommt auch noch als SBC bald, wird schwierig mit dem ganzen Grind. Oh mein Gott, gerne noch Video liken, 100 Likes im August, das wäre absolute Liebe. Wir haben eine sehr starke Community und das freut mich jedes Mal wieder aufs Neue, dass ihr immer noch bereit seid, das Ganze hier so krass zu unterstützen. Gestern kamen dann die Daily Bronze und Silber Upgrades, warum die wichtig sind, schauen wir uns gleich an. Und das 84x30 Upgrade, 4 SBCs sowie Jerky. Spielt man den so aus? Jerky, Ryan Jerky, Ryan Jerky. Ja, auf jeden Fall. Das ist gestern gekommen. Geiler Content für einen Sonntag. Heute Abend erwarte ich einen Refresh der 80 plus Picks. Vielleicht ein bisschen günstigere Konditionen. Vielleicht nur 5 oder 6 Goldkarten abgeben. Oder vielleicht sogar einen 82 plus Pick. Mal schauen, was ihr da macht. Hier kommen wir gleich zum Thema R10 SBC. Ja, die beste Karte des Spiels, habe ich mir von vielen sagen lassen. Einige sagen aber, nee, das ist noch ganz knapp CR7. Aber ich muss sagen, für mich als alten Sack hier, auf YouTube ist schon ein Ronaldinho SBC eine coole Sache, und auch Ronaldinho mit seinem Pferdeschwänzchen da im Spiel zu haben, macht für mich mehr her, als einen CR7 vorne drin zu haben. Ja, aber keine Ahnung, muss jeder für sich selber entscheiden, wer für ihn besser ist. Für mich ist R10, weil ich damit einfach mehr Connection habe. Gut, dann hat sich der Janis, einer aus unserer Community, gestern die Zeit genommen, hat nochmal für euch alle einen ultimativen Grinding-Weg aufgezeigt, also wirklich perfekt. Und ich habe mir gedacht, ey, weißt was, wir haben jetzt so viel gegrindet hier auf diesem YouTube-Channel, gib doch auch mal solchen Jungs die Gelegenheit, da, sagen wir, den Content aufzubereiten. Und ihr könnt es da, bitte tut es mir einen Gefallen, geht's da hin und lasst ihm Liebe da. Ja, lasst ihm ein Follow da und retweetet das Ganze, repostet das Ganze. Denn das ist wirklich mega viel Arbeit gewesen und das ist hervorragend. Wir werden es auch gleich mal testen, wie es ist. Also ja, erstmal gehen wir in die Theorie natürlich rein. Zuerst braucht ihr Startkapital von 50.000 Münzen. Dann öffnest du alle Bronze-Packs, behältst nur die Spieler und den Rest kannst du abstoßen, discarden. Vielleicht ist da irgendwas Wertvolles dabei. Aber wir sollen ja auch nicht zu viel Zeit ausgeben. Ja, dann hast du ca. 265 Spieler, vielleicht auch ein bisschen weniger, weil Dupletten rauskommen können, was immer. Ihr habt auf jeden Fall 24 ultimative Bronze-Upgrades dann daraus gemacht. Ja, da gibt es noch eine kleine Abkürzung, die zeige ich euch gleich. Aber erstmal so seinen Guide durcharbeiten, um die Theorie abzudecken. Mit diesen Bronze-Upgrades, dann gehst du in die ultimativen Silber-Upgrades rein. Da hat er dann wirklich sehr, sehr gutes Futter, wie er schreibt, generieren können. Von diesen Silber-Upgrades hat er dann durch die 16 ultimativen Silber-Upgrades hat er sogar 3 Spezialkarten gezogen, weil da gibt es ja immer so, ja, so Karten, die halt Non-Rare sind, könnt ihr da ziehen, 3 Spezialkarten. Und dann hat er mit diesen ganzen Gold-Non-Rare-Karten hat er Spielerwahl Picks gemacht, also Picks gemacht, 80 plus Picks. Er hat insgesamt 13 Picks machen können, hätten 90.000 am Markt gekostet mit seinem ganzen Kapital, was er reingesetzt hat, was er wieder zurückbekommen hat, hat er 60.000 Coins gespart, also hat er für 30.000 Coins diese 13 Picks gemacht. Außer diesen Picks hat er dann, wie er hier aufgelistet hat, diese Karten da rausgezogen, auch einen Haaland Totti, GG dazu. Und er hat es dann am Ende nochmal für uns zusammengefasst, dass er quasi ungefähr 30.000 Coins ausgegeben hat und Futter von 160.000 Coins generiert hat. Hervorragender Weg für alle, die wenig Coins haben, aber viel Zeit. Und ja, mein kongenialer Partner, der Jules, der auch hier die Thumbnails macht, hat gestern die 80 plus Player Picks, hat da am 25.07. schon was dazu gebracht. Also es gibt von allen Seiten, und das finde ich schön, dass sich jeder den Arsch aufreißt, Inspirationen zu liefern. Und hier nochmal alles zusammengefasst, dass du dir einfach auch, wenn du sagst, du willst die Bronze-Upgrades nicht öffnen, gehst dann einfach rein, 80 plus Player Picks machen, dafür brauchst du 10
Goldkarten, die kosten normalerweise 5000 Coins, er hat es für 2000 gemacht, weil er sich die Goldkarten erboten oder er sniped hat, die Silberkarten, Entschuldigung, die hat er dann verbaut, auch in den Silber-Upgrades, dann hat er hier so weitergemacht, also spart er sich 59% der Münzen, auch hier nochmal kurz zusammengefasst. Bevor wir gleich auf die Konsole gehen, auch tradingtechnisch nochmal alles anschauen, würde ich nochmal darauf hinweisen, dass wer jetzt gerade aktuell seine UV-Liste befüllen möchte, diese Karten von Footies 2, Footies Patch 2, die hier aufbereitet sind, nach wie vor mega krass. Ich habe so viel gutes Feedback erhalten zu der Liste vom Samstag, das hat mich mega gefreut. Danke dafür, gerne Hashtag 14 wieder rein und gerne auch weiterhin diese Karten auf die UV-Listen bestücken. Heute wieder live, wie gehabt, montags mein Lieblingstag ab 18 Uhr. Okay, jetzt bevor wir jetzt da reingehen in dieses Grind, ich muss mir ein bisschen herdrehen, weil mein Controller irgendwie defekt ist. Hier seht ihr die Verkäufe seit Samstag. Ich habe nur angeboten, die Karten. Alle so richtig schöne Deals, Modded für 202 raus und so weiter. Und hier so ein bisschen so Karten, die ich gerade gezeigt habe auf meinem IG-Post. Salibar, dann Quill, das ist brutal. Den habe ich gelistet, für 45 gekauft, das Set mit Hunter gelistet für 54, ist er dann sofort rausgegangen. Und so geht es halt dann weiter, die ganzen kleinen Karten, günstige Karten mit gutem Chemistry-Style. Wenn ich nachgekauft hätte, oh mein Gott, ich hoffe, ihr habt es nachgekauft. Ich bin nicht dazu gekommen, weil ich halt versucht habe, die R10 SPC abzuschließen. Und bin ich noch lange nicht fertig, ein Drittel habe ich dazu, aber mein Gott, ich brauche auch nicht mehr so viele Coins, schaut auf meine Uhr, die drei sollten mir reichen bis zum Jahresende und wenn nicht, weiß ich ja, wie man es easy vermehren kann, was man hier die ganze Zeit. Gestern kamen dann wieder die täglichen Silber-Upgrades und Bronze-Upgrades, daher sparst du heute einen kleinen Umgang, da kriegst du 24 Silberkarten für 3 Silberkarten, ja, und die packst dann in die Gold-Upgrade-SPC rein. Moment, machen wir mal kurz, zack, 1, 2, 3, also diesen Bronze-Schritt, den überspringe ich jetzt, tut mir leid. Aber ich bin nicht der Grinder, der mit den Bronze-Dingern arbeitet. Aber lest es euch gerne, ich packe euch den Link von ihm nochmal unten in den ersten Kommentar rein ins Video oder in die Videobeschreibung. Und das mache ich und da könnt ihr es gerne nochmal durchlesen, wie das mit den Bronze-Karten funktioniert. Also ich kann jetzt hier nicht 66 Bronze-Packs aufmachen. Da bin ich einfach zu alt für, es tut mir leid. Ich würde sowieso, habe ich vor, sagen, ich fahre Liste bauen und mit den Gewinnen dann erziehen. Fertig machen, aber wer es dennoch möchte, wer so grinden möchte, der wird mit diesem Weg definitiv eine Menge Coins sparen und vielleicht auch richtig geile Sachen rausziehen, wie bei Holland vom Janis. Dann machen wir die, haben wir die Silber-Upgrades jetzt gemacht. Kannst natürlich mit den Bronze-Upgrades dann genauso machen, um die Silberkarten zu bekommen. Dann gehst du nach hinten zu den Upgrades, bam, bam, bam. Brauchen wir das ultimative Silber-Upgrade, das ist es, oder? Ultimative Silber-Upgrade, pack mit 8 Goldspielern, okay? Dann gehst du hier rein, boom. Assistent natürlich vorbildlich, also jeder, der das macht und nutzt Assistenten, der spart sich eine Menge Zeit. Drückst du hier Dreieck, fertig, abgeschlossen, batsch, bumm. Dann machen wir halt dann sowieso Jewel-Trap zu 2, 3, 4, wenn man Silberkarten im Verein hat, umso besser. Wenn nicht, ja, scheiß drauf. Es geht trotzdem. Und aber es ist halt ein bisschen längerer Weg und fertig, zack, bumm. Habe ich jetzt schon mal, sag mal, machen wir 3 Picks schnell testweise, was rauskommt. Ne? Nächster Assistent. Das geht ja wirklich fix. Muss man nur aufpassen, dass man auch so sein Gold einstellt und sein komplettes Team abgibt. Habe ich schon mehrmals gesehen, dass das passiert. Und dann haben wir jetzt hier 3 Silber Upgrades gemacht. Bam, und da geht's weiter. Also Pexi hat ja momentan die Mission, dass er diese komplette R10-Sache da nur mit diesem Weg ergrindet. Und das innerhalb von 24 Stunden. Wenn er das schafft, meinen größten Respekt. Bei mir ist es halt so, ich habe einen Fulltime-Job, 40 Stunden die Woche arbeiten. Da noch das so zu machen, ist einfach, auch wenn ich es gerne möchte, ist aber einfach. Ja, kann ich nicht liefern. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Deswegen ist für mich UV einfach der ultimative Content. Ich hoffe, das wird dann im neuen EAFC-Teil auch noch funktionieren. War dann einfach für euch die Wege aufzeigt, wie Trading, wenig Know-how, wenig Risiko. Gut eure Coins schon, also leider jetzt keine Spezialkarte gibt's. Cool gewesen hier im Video. Und dann haben wir die Upgrade-Picks vorbereitet, die wir jetzt gleich abschließen werden. Hier möchte ich allerdings nochmal, heute Abend läuft das ja aus und da wird jetzt dann die Frage sein, ob die Version hier funktioniert, wird dann sein, was ihr macht. Aber wenn ihr jetzt heute Abend wieder so wie letzte Woche die 81 Plus Picks gönnt mit 80er Teamanspruch, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber sollte dann halt einfach dann irgendwie anders Umgehungslösungen gemacht werden, dass man so irgendwie auf das 80er Rating kommt, wird allerdings schwierig dann günstig zu ergrinden. Also da ist es heute Abend schon ein bisschen an EA, dass sie uns die
Upgrade-Picks so geben und wir halt genauso weiter grinden können. Wenn die das nicht machen, dann würde ich mich erstmal nicht aufregen. Letzte Woche haben wir uns ja Montag auch mega aufgeregt wegen dem Content und Dienstag kamen dann die 80-Plus-Picks. Vielleicht geht es dann einfach ab morgen. Ja, also so diese Ruhe, ach ja, die Böll kann ich abgeben. Ja, das sind 82er, 81er vom Rating her, wäre schon was für, das, für den 81er-Pick. Ne? Wenn ich noch ein paar 79er drauf packe, hätten wir schon fast fertig. Das ist ja das Schöne. Würde ich dann auch nicht abgeben, die würde ich mir dann behalten. Außer ich muss jetzt abgeben, damit ich den dritten Pick fertig kriege, dann mache ich es natürlich der Wissenschaftswillen. Ansonsten ist wirklich der bessere Weg, das Ding einfach zu behalten, davon dann wegzugrinden und alles zu sparen. Ja, ich finde es zwar bewundernswert, wie viele von euch, ich meine, geht es mal in euch im August und ihr liefert so Content, dass so viele von euch oder so von uns noch so viel Zeit in den Picken legt. Booties Cup, Division Rivals, dann Squad Battle spielen noch viel. Dann die ganzen SBCs, die kommen. Ja, jetzt wenn dieses 83x100 noch kommt, das 84x30 noch aufmachen. Die ganzen Icon Picks, die gestern gekommen sind. Oder vorgestern. Vorgestern ist der Icon Pick. Diesen Grind. Ja, unglaublich. Schon geil irgendwie. Ne? Wenn sie wollen, können sie. Die eine noch. Das bringt uns kein Stück näher an Ronaldinho. Hier. Ah, ein 83er, der. Ja, da ist schon das. Oh, ey, Junge! 3 Picks, 92er, 30, 35k gespart. Der geht übrigens auch super UV. Ja, perfekt, beste Methode. Grindet euch den Popo im Mund. Macht einfach den Ding so schnell wie möglich fertig. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr gerne öfter solche Möglichkeiten aufgezeigt haben würdet. Und schaut später vorbei, gerne noch Video liken. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat geholfen. Peace out.